am Abend aß Lacan im Restaurant, außer er war bei einer seiner Töchter eingeladen. Er war ein Mann der Gewohnheit. Er zog es vor, die Orte zu frequentieren, die er bereits kannte, wo er wusste, dass man ihn warten ließ, dass man ihn nicht warten ließ. Abgesehen von La Calèche, dessen Nähe er schätzte, ging er gern ins Bistroquet, ein Restaurant am Quai du Louvre, das von einem gewissen Albert geführt wurde. Man begegnete dort Serge Gainsbourg und Jane Birkin mit ihren Kindern, die als Nachbarn kamen. Gab der Fluss Krebse auf der Speisekarte, die Anlass für einen Lapsus waren, einen Fehler des grammatikalischen Geschlechts, den er in seinem Seminar als Ausdruck seiner Hysterie zitiert hatte. Zitat, dem werten Fräulein bleibt nichts anderes übrig, als Flusskrebse zu essen, hatte er zu Albert gesagt. Fußnote 3. Im Original benutzt Lacan die männliche Form reduit statt reduit. Im Deutschen kann diese Verwechslung des grammatikalischen Geschlechts nicht wiedergegeben werden. Dem werten Fräulein bleibt nichts anderes übrig, als Flusskrebse zu essen, hatte er zu Albert gesagt. Ich liebte Flusskrebse, aber vielleicht reichte es mir an diesem Abend und ich wollte etwas anderes. In diesem Restaurant haben wir 1976 mit Philippe Solaire und Jacques Robert zu Abend gegessen. Es ging dabei um Aragon, der alt wurde, und um seine Beziehungen zu Elsa. Lacan hatte eine ganz besondere Art, an Gespräch teilzunehmen. Wenn er nicht einen Haufen Fragen zu einem Thema stellte, das ihn interessierte, war er eher schweigsam. Wenn er sein Schweigen brach, geschah es mit einem plötzlichen Geistesblitz, der oft verstörend war. Zitat, wenn ein Mann kein Mann mehr ist, dann zermalmt ihn seine Frau, hatte er plötzlich hingeworfen. Sie zermalmt ihn, echt wahr, hatte ich fassungslos nachgefragt. Solaire hingegen hatte er etwas ganz anderes verstanden. Zitat, wenn eine Frau keine Frau mehr ist, dann zermalmt sie ihren Mann. Im Bistroquet hatten wir auch mit Jean-Jacques Schul und Barbe Schröder zu Abend gegessen, nachdem wir 1975 die Vorführung von Schröders Film Maîtresse gesehen hatten. Lacan hatte erklärt, dass der Film gut zeigte, dass der Masochismus nur Affentheater sei. Er ging auch oft ins Petit Cinq,